Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden, um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Ja, der Psalmist spricht hier wieder, so wie meistens, Wahrheiten aus. Zunächst einmal über sich, aber dann auch über Gott, über den er kennengelernt hat, der zuversichtlich ist, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und er sagt, dass er, der Herr, soll das Werk seiner Hände nicht lassen. Was ist das Werk seiner Hände? Das Werk seiner Hände ist eigentlich die gesamte Schöpfung. Und vor allem das Werk seiner Hände, das war er selbst. Und das bist auch du. Und das ist jedes seiner Geschöpfe. Diese Erkenntnis, wenn uns das bewusst wird, soll uns eigentlich zu einer großen Ehrfurcht und Dankbarkeit bewegen. Dankbar? Warum? Weil Gott noch am Werk ist. Weil Gott noch wirkt. Weil Gott sich nicht zurückgezogen hat. Weil Gott immer noch präsent ist, gegenwärtig. Auch wiederum, wenn viele das nicht wahrhaben wollen oder nicht glauben oder einfach nicht ernst nehmen. Aber Gott ist am Wirken und am Werk. Und auch wenn die Schöpfung, wie er sie ursprünglich gemacht hat, vollendet war, aber die neue Schöpfung, das, was noch zu vervollständigen ist, ist immer noch, da ist er immer noch am Wirken. Er wirkt in deinem Leben, dass manches zu ordnen, dass manches zu korrigieren, manches auszubügeln, manches zu erneuern. Und diese Bitte, dass der Herr das Werk seiner Hände, dass es nicht lassen soll, dieses Gebet erhört er gern. Dann im Neuen Testament greift Paulus das auf, im Brief an die Philipper. Das war eigentlich die erste Gemeinde auf europäischem Boden, das er gegründet hatte. Da hat es auch dann, aber es war nicht immer leicht, er hat eine ganze Menge Schwierigkeiten auch dort gehabt, hat Verfolgung gelitten und er ist nicht mit wehenden Fahnen empfangen worden. Aber er hat erkannt, dass Gott dort ein Werk angefangen hat. Und darum sagt er in Philipper 1, Vers 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Schön ist, dass er sagt, das, was Gott anfängt, das, was Gott beginnt, ist gut, gutes Werk. Und ich glaube, dass der Herr auch in dir dieses gute Werk angefangen hat. Und du kannst sicher sein, dass er auch dieses Werk vollenden wird zu seiner Zeit. Ja, heute wünsche ich dir auch wieder Gottes Segen. Und für die angefochten sind oder etwas entmutigt oder gar krank sind,
Da wünsche ich dir Gottes Segen und Erholung und Genesung. Der Herr möge dich segnen.